Was von all dem, was wir heute tun, würden wir nicht mehr neu beginnen, wenn wir es nicht schon täten? Das ist eine Frage, die der Professor Malik in den Unternehmen stellt. Herr Sieber, Sie sind Verwaltungsratsmitglied und Mitinhaber von der SIGA. Ab 2014 ist das eine Frage, die für die SIGA auch Bedeutung hat. Das ist eine zentrale Frage, die wir uns fortlaufend stellen. Wir gehen vom Prinzip aus, die heutige Situation ist die schlechtestmögliche. Das heisst, wir tun fortlaufend alles in der Frage und tun fortlaufend herausfinden, was wir über Bord werfen können. Nur so bleiben wir effizient und kostengünstig und konkurrenzfähig. Ist das eine Frage, die sich die SIGA für den internen Prozess stellt, für das Produkt, für die Märkte? Wie umfassend muss man das verstehen? Zuerst fangen wir natürlich bei uns an. Bei uns ist ganz wichtig, da sammelt sich einfach mit der Zeit Vorgehen an, Prozesse an, die man immer so gemacht hat. Und die muss man besonders kritisch betrachten. Die sind in der Regel ineffizient. Und dort, die muss man durchleuchten und das Überflüssige, das nicht effizient, also das nicht Produktive, über Bord werfen. Und grundsätzlich betrifft das alle Prozesse von einer Firma? Also, sei das der Vertrieb, sei das der Vertriebsprozess, der Administrationsprozess, der Entwicklungsprozess, Produktionsprozess, alle Prozesse in der Firma werden betrachtet und werden eigentlich kontinuierlich verbessert. Herr Stalder, Sie sind CEO ab 2014 von der SIGA. Und die Prozesse, die Sie beschreiben, die haben ja ein Etikett eigentlich. Das ist das Toyota Produktionssystem. Können Sie uns zu dem etwas sagen? Ja, das Toyota-Produktionssystem kommt, wie der Name schon sagt, von Toyota. Es ist also in Japan nach dem Zweiten Weltkrieg, heisst es aus der Not heraus, erfunden. Und das Produktionssystem ist extrem erfolgreich. Viele japanische Firmen oder erfolgreiche japanische Firmen wenden das System an. Und SIGA hat seit 2008 sind wir auch am Toyota-Produktionssystem, an die Philosophie umsetzen. Es ist Vielleicht kann man das noch etwas ergänzen. Es ist eine Denkweise, es ist eine Vorgehensweise. Und sie hat heute so um sich gegriffen, dass wirklich führende Unternehmen, ich denke jetzt an so Unternehmen wie Porsche, Mercedes, BMW, versuchen das nachzumachen. Oder auch viele führende Industrieunternehmen. Und uns hat das, ist das einfach aufgefallen. Und ich muss sagen, das ist eine ganz herausragende Errungenschaft, die wir unserem Unternehmen haben können anhalten. Wenn man hört, Porsche, Mercedes, BMW, SIGA, taucht natürlich die Frage auf, eignet sich das System auch für kleinere Betriebe, für KMUs im Kanton Luzern? Grundsätzlich eignet sich das System für jede Firma und wir empfehlen das auch jeder Firma, das umzusetzen. Das System hat eigentlich drei Basis oder drei Pfeiler. Es geht im ersten Schritt mal darum, alle Prozesse, die ein Unternehmen hat, standardisieren, das heisst mal den Ist-Zustand aufzunehmen und dann durch KVP, also kontinuierlichen Verbesserungsprozess, jeden von diesen einzelnen Prozessen zu verbessern. Und das heisst verbessern? Das heisst, die Durchlaufzeit zu reduzieren, das heisst Verschwendung, Muda, sagt man dem auf Japanisch, entfernen, oder auf der anderen Seite die Fehlerquote zu reduzieren. Fehlerquote reduzieren heisst natürlich Qualität erhöhen. Und die beiden Pfeiler führen dann dazu, dass ein Unternehmen tiefere Kosten hat und somit wettbewerbsfähiger ist. Wie führt man denn so ein System ein? Fährt man einfach mal an den Orten? Oder gibt es da Handbücher oder gibt es Trainer? Ja, also wir sind so vorgegangen. Mein Bruder und mir ist einmal so ein Buch in die Finger gekommen. Haben wir das gelesen und haben gesagt, das müssen wir anschauen. Und dann sind wir auf Japan. Haben eine Reise gemacht. Inzwischen sind daraus mehrere Reisen geworden und haben das natürlich dann richtig gesehen, was das für einen unglaublichen Effekt hat auf ein Unternehmen. Und dann haben wir haben ja heute einen japanischen Berater, der zweimal im Jahr hier ankommt und eigentlich nur den Finger in die Wunde hat und sagt, dort sind wir noch nicht gut, da sind wir noch nicht gut. Oder? Und in der Zwischenzeit tun wir das selber entwickeln. Aber ich glaube, das Wesentliche ist wirklich, wie es der Stalder richtig gesagt hat, ist die Verschwendung herauszufinden. Und somit tut man einen neuen, schlankeren Standard für so einen Prozess entwickeln. Und die letzte Phase ist dann die Mitarbeiter, und mit dem man arbeiten, die lernen das und das arbeiten noch alle nach dem effizienten Standard. Ganz wichtig bei der Einführung von so einem Prozess oder von so einem System ist,
Das kann man nicht delegieren an Mitarbeiter oder an Bereichsleiter. Ganz wichtig, und das natürlich haben die beiden Herren Sieber vorgelebt, ist, es braucht die Unterstützung vom Management. Das heisst, es braucht die Unterstützung in unserem Fall vom CEO, vom Verwaltungsrat, um das durchzusetzen. Und dass jede Unternehmung, die Toyota-Produktionssystem umsetzt im Betrieb, muss sich bewusst sein, das ist eine Chefaufgabe. Wenn Sie sich kontinuierlich verbessern, das heisst, es gibt neue Prozesse, neue Sachen, neue Produkte oder was immer, aber es gibt auch Sachen, die auf der Strecke bleiben, wahrscheinlich. Also das Thema Ausmisten, wie gehen Sie denn mit dem um? Also wie können Sie eigentlich Sachen abschneiden oder beenden, die sich nicht mehr bewähren? Also das ist eben das Schöne. Ich habe gesagt, das ist eine Denkweise. Es entwickelt sich daraus eine Kultur. Mitarbeiter, die haben heute Spass, Sachen über Bord zu werfen. Früher war das eine Störung. Was? Du willst etwas verändern? Wir müssen etwas verändern, aber es läuft doch jetzt so gut. Und heute haben wir Freude. Auch die Mitarbeiter haben Freude, wenn sie etwas finden, was nicht mehr so gut ist. Patsch, das rühren wir über Bord und wir packen es neu an. Und ich glaube, das ist einfach das, ist das Wichtige, dass man die Denkweise, die Energie nachher spürt. Und für mich als Unternehmer hat das natürlich einen unglaublichen Effekt. Ich kann durch mein Unternehmen laufen und ich sehe an allen Ecken und Enden, alle Woche, jede zweite Woche, oder wenn ich durchlaufe, sehe ich wieder, das ist wieder verändert, dort ist wieder etwas Neues, das hat sich verbessert. Ich muss nicht von oben ab den Treiber spielen. Das machen die Mitarbeiter selber. Das ist natürlich eine sehr starke Erleichterung für mich. Wie sieht das ganz konkret in der Praxis aus, Herr Sieber? Also hat einer am Morgen eine Idee und dann, was passiert? Ja, ich glaube, der Herr Stalder könnte das am besten beschreiben. Er hat das jetzt übernommen und er führt das mit seinen Leuten sehr intensiv durch. Alle Mitarbeiter haben das Instrument vom KVP, vom kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Das heisst, wenn sie eine Verbesserungsidee haben, schreiben sie die auf. Das ist bei der täglichen Arbeit. Und so entstehen jeden Tag x KVPs von den Mitarbeitern, wo sie dann einreichen. Und bei uns, bei der SIGA, wir haben alle zwei Wochen haben wir einen TPS-Tag, das heisst, die operativen Geschäfte stehen dann still und wir arbeiten an Verbesserungen. Und all die KVPs, die Mitarbeiter während der vorhergehenden 9 Tage hatten, werden dann umgesetzt an diesem TPS-Tag. Also wir profitieren dann eigentlich umgehend von diesen Verbesserungsvorschlägen der Mitarbeiter. Was vielleicht auch noch interessant ist, oder? Wir machen das kontinuierlich. Wir holen nicht jetzt von extern alle 2 oder 3 Jahre einen Unternehmensberater rein und dann machen wir eigentlich irgendwie wieder eine Reorganisation von bestehenden Strukturen und irgendwann tun wir sie da umsetzen. Sondern bei uns ist das in einem kontinuierlichen Fluss. Und das Zweite ist, es ist nicht von extern gesteuert, es ist auch nicht von oben runter gesteuert, sondern die Mitarbeiter tun das eigentlich selber gestalten. Also über die KVB, Prozess oder die, das muss man sich so vorstellen, das kann ein PC sein, es kommt eine Idee und dann tut er schnell den KVP-Stichwortartig aufschreiben und schmeißt in den Briefkasten oder der Mitarbeiter der Produktion hat, kommt eine Idee, etwas läuft nicht gut an der Maschine, dann nimmt das Zettel, das neben dran hängt, schreibt das auf und schmeißt es in den Briefkasten. Und schon ist eine neue Idee geboren für eine Verbesserung. Und das ist die Kontinuität, die das Unternehmen fortlaufend verbessert. Das klingt alles sehr schlank, schnell und effizient, aber ist natürlich trotzdem wahrscheinlich mit Aufwand verbunden, vor allem in der Initialisierungsphase. Können Sie irgendetwas sagen darüber, wie Aufwand und Ertrag sich zueinander verhalten? Ja, das ist eine interessante Frage. Und all die Leute oder Unternehmer, die zu uns kommen, stellen natürlich die Frage, oder? Von der Effizienz, von der Kosteneffizienz. Grundsätzlich ist es so, dass der Return on Investment, oder der Payback, der ist enorm schnell. Der Return on Investment ist hoch. Und zwar ist es so, dass die Verbesserungsideen, die die Mitarbeiter haben, im Normalfall geht es Monate, Jahre oder es wird sogar nie umgesetzt durchs Management, weil das dann schlussendlich oftmals eine Top-Down-Umsetzung ist. Bei uns geht es maximal 9 Tage. Bis zum nächsten TPS-Tag und dann werden die Verbesserungen umgesetzt. Das heisst, wir umgehend profitieren von diesen Verbesserungen. Und nein, Verbesserungen heisst, Durchlaufzeit reduzieren in den Prozessen oder auf der anderen Seite Fehlerquote reduzieren, also Qualität erhöhen. Ich kann es noch so sagen, wieso sind wir überhaupt darauf gekommen, das zu machen? Ich meine, wir sind ein Unternehmen, das 80% Export macht. Wir sind im Euroraum, haben also in den wenigen Jahren, wo 2008 weg, 30% von unserem Preis verloren.
Und wir tun nach wie vor 80% exportieren, vorwiegend auch in Euroraum und sogar auf USA. Und wir möchten heute wieder, können wieder gut produzieren in der Schweiz und Gewinn machen. Also wir sind unter einem massiven Kostendruck gewesen. Und das TPS hat uns dazu gebracht, dass wir wirklich die Stückkosten können senken, massiv senken. Und wir haben in den letzten 4 Jahren pro Jahr eine Effizienzsteigerung von rund 10% pro Jahr erreicht. Also nicht irgendwie über die ganze Phase, sondern pro Jahr 10%. Also die Stückkosten sind massiv zurückgegangen, das hat uns wettbewerbsfähiger gemacht und ist ein Grund, warum wir heute können alles aus der Schweiz heraus herstellen und exportieren. Jetzt hat sie schon mehrmals gesagt, dass die Mitarbeiter eigentlich der Treiber sind auch in diesem Prozess. Also die kommen mit Vorschlägen, die haben Vorstellungen, die machen Verbesserungsvorschläge eben. Was hat das für Einfluss jetzt auf die Mitarbeitenden? Gibt es andere Herausforderungen, andere Anspruchsprofile? Oder wie gehen die Mitarbeiter mit dem um? Am Anfang ist das natürlich eine Hürde gewesen. Und darum braucht es auch die Unterstützung vom Management, um die Hürde zu überwinden, um den Prozess in Gang zu setzen. Heute ist es natürlich so, dass eigentlich praktisch jeder Mitarbeiter innerhalb der SIGA sehr grosse Freude hat an diesen Verbesserungen. Weil er kann ja an seiner täglichen Arbeit, an seiner täglichen operativen Arbeit, die er macht, kann er Verbesserungen erzielen und kann sich auch seine Arbeit einfacher machen, erleichtern. Seine Ideen, die er hat, kann er umsetzen im Unternehmen. Muss sehen natürlich. Gute Mitarbeiter, die wirklich einen abwechslungsreichen Job haben, die mitgestalten wollen, für die ist das attraktiv. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber für solche Leute. Wir sind nicht attraktiv für Leute, die es gerne wollen, immer etwas gleich haben. Also die Art von Mitarbeiter, die sind hin am Anfang Mühe gehabt und die haben sich entweder jetzt auch wandeln können. Und es hat vielleicht ein paar gegeben, die gesagt haben, nein, das wollte ich nicht. Und dann, ja, in Gottes Namen, dann trennt man sich halt in Guten. Aber ich muss sagen, heute ist der Geist von der Veränderung hat uns deutlich attraktiver gemacht für Führungsleute auch, oder auch für Mitarbeiter generell. Das ist eine ganz spezielle Kultur, das ist ein spezielles Verständnis, das die entwickeln, wo ja nachher wahrscheinlich auch Kader trägt und allenfalls Auswirkungen geht auf die Nachfolgeregelung. Können Sie vielleicht dazu noch etwas sagen? Ja, vielleicht zu der Nachfolgeregelung. Das limitiert dann irgendwo die Kultur nachher, weil die Kultur, die lädt man von unten auf. Jetzt kann ich nicht irgendwo, wir haben es jetzt gerade erlebt mit dem zukünftigen CEO, jetzt kann ich nicht irgendwo einen CEO holen, irgendwo in Zürich oder auf dem freien Markt und sagen, so, jetzt übernimm das Unternehmen. Das ist dann nicht mehr gegangen. Und das hat uns dazu geführt, dass wir sagen, wir tun unsere Kaderleute von innen her ausbilden. Und das ist uns mit Glück gelungen, auch jetzt beim Herrn Stalder und auch weiter in die Kaderinnen. Aber der Vorteil, den das Ganze bringt, die kennen natürlich das Unternehmen und die Denkstruktur und die Kultur, die haben die völlig drin. Und das macht es sehr einfach, nachher für mich jetzt auch die Verantwortung können abzugeben. Ich weiss, das geht gut weiter. Ja, das ist so. Für uns ist Nachwuchsförderung, Nachwuchsführungskräfte selber entwickeln, für uns ist das enorm wichtig. Und diesen Weg, den haben wir schon vor langer Zeit eingeschlagen. Wir haben ein SIGA-Trainingprogramm für Führungskräfte. Ein Trainingprogramm, wo wir im Jahr 6 bis 10 Hochschulabsolventen oder Fachhochschulabsolventen einstellen. Die Hochschulabsolventen, das ist vielleicht noch interessant in diesem Trainingprogramm, die im Vertrieb sind oder die in den internen Abteilungen arbeiten, die gehen zuerst ein erstes Jahr in Vertrieb. In Vertrieb als Aussendienstler. Die haben also in einem von unseren europäischen Ländern haben die eine Region, wo sie als Vertriebsmitarbeiter ein Jahr lang beim Kunden den Prozess vom Aussendienstmitarbeiter lernen können. Und dann können sie sich intern weiterentwickeln. Parallel dazu haben wir in den technischen Bereichen haben wir das auch. Dort ist es so, dass die Hochschulabsolventen zuerst, oder Fachhochschulabsolventen zuerst 4 Monate in Produktion gehen. Als Produktionsmitarbeiter arbeiten an der Maschine und so auch Prozesse an der Maschine können lernen. Und dann steht ihnen natürlich nachher innerhalb von der SIGA sehr viele Positionen oder Möglichkeiten offen. Als Projektleiter, als stellvertretender Bereichsleiter. Und sehr viel von unseren sehr viel von diesen Hochschulabsolventen tun auch relativ gleich schon Führungsaufgaben dann wahrnehmen. Also, wir haben eine sehr grosse Herausforderung. Führungskräfte, genügend Führungskräfte zu haben innerhalb der SIGA. Wir sind ein starkes, wachsendes Unternehmen und es ist also so, dass wir kontinuierlich oder dauernd am Rekrutieren sind von jungen Leuten, die wollen Nachwuchsführungskräfte werden.
Sie tun also nicht mitmachen bei der Jagd nach den besten Köpfen, sondern sie tun die selber intern entwickeln, so wie sie auch Perspektiven nicht gehen suchen und kommen schauen, sondern die tun sie sich auch selber entwickeln, kontinuierlich und auch laufend verbessern. Das ist die Zeit, wie wir sie heute kennengelernt haben. Merci vielmals, Herr Sieber. Merci vielmals, Herr Stahl, für das Interview. Danke. Bitte sehr.